Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge NBA 2K23. Und ja, Leute, wir haben ja die Saison hinter uns jetzt schon gelassen und gehen jetzt rein in die Offseason, in einer der schönsten Phasen in der NBA. Aber bevor wir so richtig reinstarten, müssen wir uns natürlich endlich mal mit den Rookies beschäftigen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht und dementsprechend gehen wir mal rein in den Mock Draft. Hier sehen wir nämlich einmal die OKC Thunder, die aktuellen NBA Champions, haben eventuell ja zwei Top-Picks, vielleicht sogar noch, wenn der 13. Pick irgendwie nach oben rutscht, nochmal einen dritten Top-Pick. Wir sehen auch unsere, also wir als Kings haben auch noch zwei interessante Picks. Einmal hier eventuell Sebic auf Nummer 7 durch den Mavs-Pick, den wir haben, als auch den Lakers-Pick, der uns gehört. Und ich glaube, uns gehört sogar noch ein Pick, oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber die Thunder sind 1, 2, zweimal vertreten, wie oft noch? 3... 4, 5. Also die Thunder, die müssen sich auf jeden Fall keine Sorgen um ihre Zukunft machen, denn die werden ordentlich was kriegen. Wir gucken auch mal rein in diesen Draft-Jahrgang. Sehen hier unter anderem Yancey King-Carter, der überall im Draft als Nummer 1 gelistet wird. Nigel Blackburn ist überall auf der Liste auf Platz 2 und hier gibt es dann schon ein paar Änderungen. Einmal Jamie Johnson bei NBA.com. Bob Mercer wird aber im Draft Express als auch bei 2K auf 3 gelistet und dahinter dann Victor Trias, jeweils zweimal. Jamie Johnson lediglich bei NBA.com eben auf 3. Wir gucken mal auf diese ganzen Rookies mal rein. Wir haben einmal hier Yancey King-Carter, ein Small Forward, beziehungsweise Shooting Guard Small Forward. Starke Offensive. Sein Potenzial ist anscheinend wirklich auf Hall of Fame Niveau. Also ist wahrscheinlich der Nummer 1 Pick ohne Wenn und Aber. Kann manchmal richtige Hammer-Dunks raushauen, pusht mit seinen Highlight-Aktionen das Team, einer seiner Stärken, hat seine Macken, ist an sich aber ein solider Spieler. Fantastischer zweiter Sprung, was in der NBA eine echte Waffe werden könnte. Schwächen hat aber auch, hat wegen mangelnder Kraft im Oberkörper Schwierigkeiten, wenn es bei seiner Penetration zu Kontakt kommt. Also wenn man ihn so ein bisschen aus dem Gewicht bringt, dann kann man ihn da weghauen und dann scoren hindern. Hat 30,3 Punkte bisher gemacht, ne? Und wenn man auch mal hier auf, also hier sehen wir auch nochmal die Quoten, aber wir gucken vor allen Dingen nochmal hier drauf. Denn er hat natürlich ein richtig krasses Scoring, gerade aus der Midrange und nah dran. Dreier kann er natürlich auch gut werfen mit einem B, hat ein ordentliches Spielaufbau, ist ein richtig geiler Defender. Athletik ist auch mit am Start und extrem viel Potenzial vor allen Dingen. Das ist es halt, was ihn so ausmacht, ne? Dass das Potenzial noch so hoch ist, obwohl er schon so gut ist. Der zweite Mann ist hier Nigel Blackburn, das ist tatsächlich ein Point Guard, wenn man auch mal auf seine Stärken guckt. Auch er mit einem soliden Dreier ausgestattet, Scoring aus der Midrange auch eine Stärke, extrem gutes Spielaufbau. Defense ist okay mit C+, das ist noch ausbaufähig, aber das wird, ne, auch Athletik und Co. und Potenzial bei B+ hier. Also Nigel Blackburn momentan die klare Nummer 2, wie es aussieht, aus Michigan. Bestenfalls wird er tatsächlich ebenfalls Hall of Famer, schlechtestenfalls wird er nur ein D'Angelo Russell, was auch okay wäre, ne? Auch wenn D'Lo jetzt nicht der allerkrasseste ist. Passt beim Attackieren gut auf den Ball auf. Sehr solide Wurftechnik aus der Mitteldistanz und springt bis unter die Hallendecke. Fantastische Sprungkraft, interessant. Schlechter Finisher, wird häufig geblockt, das ist so seine Schwäche. Dann haben wir jetzt hier erstmal Bob Mercer, der halt mehrmals auf Nummer 3 gesetzt wird. Hier haben wir mit Bob Mercer, der bestenfalls ein All-Star wird, schlechtestenfalls eben nur ein Bankspieler, aber auch mit einer 78 geschätzt, auch ein sehr guter Mann, muss man sagen, also auf Nummer 3, Small Forward hier. In seiner Entwicklung ist er gut, aber nicht großartig im Steam von Bällen. Guter Finisher, könnte potenziell den Korb attackieren, überdurchschnittlich gut darin, Würfe zu erschweren und zu blocken. Also gerade defense-technisch anscheinend auch ein interessanter Mann. Passt nicht so viel, wie er sollte. Keine gute Spielübersicht, das ist seine klare Schwäche. Sein unterdurchschnittliches Gespür für das Spiel beeinträchtigt sein an sich gutes Repertoire. Auch interessant, also ihm fehlt so ein bisschen Basketball-IQ, kann man daraus lesen. Bleibt als Rebounder hinter seinen Möglichkeiten zurück. Aber auch hier muss man sagen, alle seine negativen Sachen sind eigentlich so beschrieben, dass man dran arbeiten kann, ne, wenn man ehrlich ist. Hier sehen wir auch mal seine Stats. Hat 13 Punkte unter ihm gemacht, ne, trifft seine Dreier zu 50%, was crazy ist. Obwohl er beim 3 Punkte gar nicht so hoch, also würde mich das Volumen interessieren. Also guter Mann, wenn es darum geht, in der Zone zu punkten. Hat auch Athletik A+, also ist so ein bisschen der Athlet in diesem Draft-Jahrgang. Ne. Dann haben wir hier auf Nummer 4, ja, mehrmals Trias hier. Der Mann aus Litauen, der auch na, wahrscheinlich nicht der krasseste Scorer ist, wie wir sehen, hat auch schon nur noch eine 75, also das geht schon runter dann von der Gesamtstärke. Ne? Potenzial bei C+, okay, wenn man hier mal guckt, bestenfalls Deron Williams, also ein All-Star, schlechtestens weil Starter, aber das ist auch eine gute Range. Hervorragende Sprungkraft, sollte den Korb beschützen können.
interessant als Point Guard. Definitiv einer der beweglichsten Spieler im Draft. Okay, überdurchschnittliche Athletik, hat viel Luft nach oben. Mit Geduld kann er sich gut entwickeln. Okay, seine Dreier sind nicht allzu sicher, gehen aber gelegentlich rein. Also Dreier als Schwäche zu haben in der aktuellen NBA natürlich nicht so geil an sich. Spielt nicht über Ringniveau, was ihm vor allem in der Offense schadet. Okay, gehen wir mal auf Jamie Johnson, der ja unter anderem auch hier bei NBA.com auf Platz 3 gesehen wird. Muss man mal gucken. Und er ist hier ja auch gefallen von 4 auf 3, ne? Aber Jamie Johnson schon ein Top-Rookie an sich. Im besten Fall wird er sowas wie Bam Adebayo oder schlechtestenfalls Miles Turner. Also da wird man beides, glaube ich, ganz gerne nehmen. Blockt gut aus und findet Wege. Also Rebounds kann er auf jeden Fall machen. Ein verlässlicher Scorer, wenn er im Post geht, auch interessant. Und hat ein Gespür dafür, Würfe zu blocken. Okay, keine gute Sprungkraft, tut sich schwer, seinen Verteidiger aus dem Dribbling zu schlagen. Ja gut, Sprungkraft braucht er nicht und aus dem Dribbling, na, mit einem Center muss man nicht, ne? Und Basketball-IQ und Spielübersicht sind fragwürdig. Okay, aber auch alle Schwächen, wo ich sagen würde, kann man gut mit leben. Ne? Macht vor allem 18 Rebounds, 17 Punkte, 4 Blocks im Schnitt. Also da hat er bei Arizona State richtig reingehauen. Sehr guter Midrange-Shooter. Okay, das erklärt, warum er auch mit Bam Adebayo verglichen wird. Post-Defense ist ordentlich, Rebounding ist gut. Potenzial, ja, B- immerhin. Interessant. Samuel Davidson. Gucken wir uns auch nochmal an, ne? Wenn man mal bei ihm guckt, sehr guter Defender definitiv. Athletik auch vorhanden, auch sein Basketball-IQ und sehr hohes Potenzial anscheinend, okay. A-Plus-Potenzial ist crazy. Bestenfalls wird er sowas wie Draymond Green, schlechtestenfalls Jonathan Isaac. Solider Wurfblocker, allgemein solider Verteidiger, solider On-Ball-Verteidiger, der gelegentlich Steals holen kann. Solide Sprungkraft, auch der zweite Sprung ist gut, was beim offensiven Rebound helfen würde. Und er hat vor allem keine auffälligen Schwächen, interessant. Also Davidson wäre so jemand, da würde ich fast schon sagen, den könnte man targeten. Ne? Da könnte man gucken, ob man auf ihn geht, auch wenn wir Keegan Murray haben. Nummer 7 wird jetzt sehr interessant. Hier ist natürlich immer ein bisschen Rotation, aber Sebic, den sieht man da schon auf 7. Und das könnte dann unser Pick sein aus Slowenien. Einer, der im Scoring, muss man aber sagen, nicht so stark ist. Post-Defense dafür umso besser. Rebounding stark, ne? Potenzial bei A, okay. Also der slowenische Center könnte sehr, sehr interessant sein. Bestenfalls wird er Joakim Noah, schlechtestenfalls Manute Ball, sehr guter Wurfblocker, vermutlich auch auf NBA-Niveau, gute Low-Post-Verteidiger, erledigt seinen Job dort gut, ein verlässlicher Scorer, wenn er aufpostet, kein sonderlich guten Midranger, ne? Und Basketball-IQ ist auch nicht so stark, keine gute Sprungkraft, hat also auch keine Stärken, was den Drive angeht. Wir gucken uns auch nochmal, wem hat man denn jetzt hier? Hier hat man jetzt noch unseren Dino Bagaric, ne? Ein aus Kroatien stammenden Spieler, da gucken wir jetzt nicht mehr ganz so detailliert drauf, gucken aber mal ein bisschen auf die Stärken, gute Post-Defense, Rebounding ist am Start, Potenzial bei B+, okay, dann, gut, hier wäre jetzt Davidson, aber Davidson hatten wir woanders eben, ne, gehen wir mal auf Sharp nochmal kurz ein, der hier wäre ein super Scorer, muss man sagen, der kann den 3-Punkt-Wurf, das ist nicht schlecht, Athletik ist am Start und Potenzial ist da, okay, weil ich werde jetzt auch meine Liste mit euch kurz mal machen. Draftboard, denn wir werden halt wahrscheinlich so auf 7, 8 picken und dementsprechend würde ich schon sagen, dass man da dann eben schon guckt, ob man sagt, jo, wir hatten durch den 2K-Rang, oder? Welchen hatten wir? War es NBA oder 2K, mit dem wir hatten? Positionsrang. Sorry, Leute. Hier, Positionierung, war das das? Genau. Also im besten Fall, nee, war es gar nicht, oder? Draftboard, nur doch, hier haben wir sie jetzt, so, sorry. Also ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall Sebic raufnehmen, einfach als Center zusammen. Und dass wir dann auf Nummer 2, dass man da auf jeden Fall, auch wenn man nochmal die Positionierungsrangs nimmt, von, ich glaube es war 2K, ne? Dass man dann auf jeden Fall auch nochmal, nee, es war nicht 2K. Es war, genau, dass man Sharp auf jeden Fall auch nochmal im Blick nimmt, so. Ist halt die Frage, wenn man lieber Sharp oder lieber Sebic. Ich würde, glaube ich, lieber Sebic nehmen, weil auf der, wobei, wir haben als Center haben wir ja schon Dings, Beckett, ne? Ich glaube, Sharp wäre nochmal der interessantere. Gerade mit seinem Scoring wäre das sehr, sehr gut. Seine Defense könnte noch besser werden. Da muss man halt mal gucken, ne? Wenn wir dann noch als dritte Alternative nehmen können, wenn man da nochmal schaut auf den Positionsrang, kann man den sich nochmal angucken. Ja, Attribute, Daten, genau. Wenn man da nochmal rauf guckt, auf den 2K-Rang, es wird natürlich noch Samuel Davidson geben, der auch ein großes Talent ist. Wird auch noch Floyd Stone geben. Ey, wäre auch ein super krasser Dreierschütze. Ne? Was sagt sein Potenzial aus B+. Athletik sehr, sehr stark. 1,93 großer Point Guard. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus neben Psyche.
Den könnte man sich auch nochmal angucken, weil wir werden wahrscheinlich nicht ganz so hoch sein in der Draft Lottery. Aber gut, das sind so meine Top 3 Picks, die ich so sehe. Sharp auf Nummer 1, Sebic danach und dann Stone. Wobei ich Stone vielleicht sogar über Sebic sehe, weil wir halt Beckett haben, ne? Aber wir gucken uns das gleich nochmal beim Draft genau an. Jetzt gehen wir so langsam richtig rein, aber ich wollte mich auch um die Rookies so ein bisschen kümmern, dass wir so ein bisschen sie besser kennenlernen, ne? Wir gehen sogar nochmal kurz drauf, weil ich will ja eigentlich immer die Top 10 machen, dass man da kurz drauf geguckt hat. Da haben wir noch Bagaric, der ist ein Scoring ja, mehr oder weniger solides, aber eine gute Defense mitbringt, Athletik okay und Potenzial. Also ist das schon ein Draft-Jahrgang, wo man sagen muss, hier haben viele, viele Spieler Potenzial, ne? Und dann gibt es nochmal einen Rumänen, Paunescu, der eben einen 3-Punkte-Wurf hat, was schon mal gut ist, ne? Und Defense hat, also 3&D. Gar nicht mal so uninteressant, eine sehr, sehr starke Athletik, aber kein allzu hohes Potenzial. Na gut, aber jetzt gehen wir ein bisschen vorne. Highlight wird wahrscheinlich auch die Draft-Lotterie und dann eventuell noch der Draft sein. Wir gucken erstmal, wer seine Karriere so beendet. Und hier haben wir unter anderem Chris Paul, der seine Karriere bei den Clippers nochmal beendet hat, wo er wahrscheinlich seine beste Zeit hatte. War nochmal ein Jahr bei den Clippers, 20 Jahre in der NBA. Chris Paul beendet nochmal seine Karriere. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Ruhestand, Chris. Dann haben wir Kyle Lowry, auch Ehre, wenn man mal bei ihm guckt, was er so erreicht hat. Also wenn man da mal reinguckt, ne, bei Chris Paul können wir auch gucken, mehrfacher All-Star und Co. Leider nie einen Titel holen können, dieser Traum blieb ihm verwehrt. Diesen Traum hat aber Kyle Lowry geholt, 92 mit den Raptors, sich damit unsterblich gemacht. Ewig lang auch bei den Raptors gespielt, bis er dann, wann ist er denn gewechselt? Genau, hier zu Miami, ne, ging, also auch in der Realität, dann nochmal ein Jahr Detroit und dann New Orleans. Aber auch auf jeden Fall sich verewigt auf ewig, ne, bei den Raptors mit diesem einen Titel. Mike Conley geht, Rudy Gay geht ebenfalls. Kevin Love hat noch ein Jahr Vertrag, dann bleibt er natürlich das eine Jahr noch. Oh, Russell Westbrook, der letzte MVP, der auch noch, also der mit seinem MVP-Titel auch einen Triple-Double aufgelegt hat. Wobei Doncic hat es ja auch geschafft bei uns in-game, ne, dann stimmt es nicht. Aber auf jeden Fall der Erste, der es wieder mal geschafft hat in der Neuzeit. Einmal den MVP-Titel geholt, mehrfacher All-Star, leider aber kein Titel geholt für ihn. Blake Griffin geht auch, also große, große Namen. Paddy Mills geht, Jay Crowder beendet seine Karriere. Dann haben wir auch noch Isaiah Thomas, Tristan Thompson, also drei Spieler bei den Kings direkt. Sehr, sehr interessant. Joe Ingles, Marjanovic beenden auch ihre Karriere. Der Bruder von Antetokounmpo, Isaac Bonga beendet seine Karriere schon, okay. Ziemlich früh, hat da wohl keinen Sinn mehr in der NBA für ihn. Aber gut, Derek Cousins sagt mir jetzt nichts, aber gut, gehen wir vor. Mitarbeiterrücktritte. Unser Assistant Head Coach, okay, geht. Wir haben gleich bei den Pacers noch einen mit Pargo. Und sonst, Scott Brooks sagt uns natürlich was. Luke Walton finde ich auch interessant, dass er seine Karriere beendet. Na gut. Hall of Fame-Neulinge. Natürlich Russell Westbrook ohne Wenn und Aber. 20,5 Punkte während seiner Karriere gemacht. 6,9 Rebounds, 7,9 Assists, 1,5 Steals pro Spiel. Ja, ein MVP-Titel geholt und Co. Ne? Chris Paul hat sogar noch mehr Spiele. Hier sehen wir auch nochmal seine Stats. 9,1 Assists im Average ist auch crazy und 2 Steals. Ganz, ganz stark auch Chris Paul, der seine Karriere beendet. Westbrooks Nummer wird nicht mehr vergeben bei den OKC Thunder. Chris Pauls Nummer nicht mehr bei den Clippers. Lauries Nummer nicht mehr bei den Raptors. Und tatsächlich auch die Nummer von Blake Griffin bei den Clippers nicht. Wobei ich echt sagen muss, ne, also ich bei Westbrook verstehe ich es, ne, weil er ist MVP bei den Thunder geworden, ist einer der krassesten Spieler in ihrer jungen Historie. Bei Chris Paul verstehe ich es auch noch bei den 6 Jahren. Wobei ich muss echt sagen, ne, wenn ich so überlege, die waren jetzt auch hier Griffin 7 Jahre, Paul 6 Jahre. Natürlich waren das krasse Spieler, aber die haben ja nichts so krasses wie die Clippers erreicht und so übertrieben dominant wie zum Beispiel jetzt auch Westbrook für die Thunder, finde ich nicht. Also ich hätte deren Nummer nicht retired. Bei Kyle Lowry brauchen wir nicht drüber reden, er hat einen Titel geholt. Aber Pauls und Griffins Nummer hätte ich persönlich nicht retired. Das wird mir manchmal zu schnell gemacht, aber gut. Zwei Liga-Expansion-Teams hinzufügen, das wird natürlich passieren. Die restlichen Regeln werden alle abgelehnt, was ich okay finde. Und ja, auf jeden Fall, Expansion-Teams kommen natürlich mit rein, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Dann haben wir Liga-Neuaufteilung. Denn dann sehen wir jetzt, dass wir eben jetzt hier im Osten, nämlich in der Eastern Conference, die Tigers, die Montreal Tigers, sind jetzt hier eben mit dabei, ne? Sind hier in der Conference mit den Wizards, Nets, Knicks, Celtics und Philadelphia 76ers. Ich hoffe, das passt immer schon automatisch. Ich habe da keine Ahnung von.
Und im Westen sehen wir einmal, dass sich was geändert hat. Und zwar sehen wir jetzt eben hier die Western Conference, also im Northwesten haben wir jetzt die Jazz, Nuggets, Timberwolves, Trailblazers und Vancouver Galaxy. Also die kanadischen Teams sind jetzt auf jeden Fall mehr vertreten hier, ne? Und jetzt gehen wir erstmal natürlich in die Draft Lottery rein und müsste es nicht erstmal noch eine andere Lottery geben? Also einen Expansion Draft oder gibt es den irgendwie nicht? Ah ne, den gibt es erst später, okay, sorry. Sorry Leute. Gehen wir rein in die Draft Lottery. Ja, und es macht es natürlich nicht einfacher, dass jetzt viele andere Teams noch mit dabei sind, wobei die haben noch gar keinen Pick, ne? Oder? Wir gucken auf jeden Fall. Erstmal hier. Suns bleiben auf 18. Jetzt hier die Hornets. Die Lottery ist jetzt doch auf 18 hochgegangen. Okay, also es macht es doch nochmal interessanter, ne? Jetzt hier die Heat. Die Heat bleiben auf Platz 16. Jetzt kommen die Magic. Die Magic auch auf 15 geblieben, okay. Jetzt sind wir dran, die Sacramento Kings. Wir haben leider kein Glück, Leute. Wir bleiben auf Platz 14. Die Pharaos bleiben auf Platz 13. Bisher haben wir keine Überraschung, okay. Die Pistons. Pistons auf 12. Eine Draft Lottery, wo gerade die Vorderplatzierten bisher sehr beruhigt sind, ne? Die Dallas Mavericks mit Porzingis und Doncic sind ein großer Gewinner, weil sie gehen in die Top 4. Sie gehen in die Top 4. Jetzt sehen wir hier die Ducks. Und die Ducks gehen auch in die Top 4. Das zum Thema keine Überraschung. Minnesota jetzt hier auf 10. Die werden sich ärgern. Jetzt haben wir hier die Rockets. Die Rockets bleiben auf 9. Und jetzt haben wir die OKC Thunder das erste Mal. Wow. Die OKC Thunder sind schon ein Top 4 Team und landen jetzt auch noch weiter oben. Was haben die Thunder bitte für ein Glück? Die New York Knicks auf 8. Und jetzt kommen nochmal die Thunder. Die bleiben jetzt auf 7, was immer noch eine super Platzierung ist. Jetzt sehen wir hier Vancouver. Die Galaxy bleiben auf 6, okay. Jetzt haben wir einmal die Tigers. Tigers bleiben hier tatsächlich Montreal auf Platz 5. Und jetzt kommt Nummer 4. Da haben wir die Wizards. Und die Ducks sind am Ende auf Platz 4. Die Ducks auf Platz 4, die freuen sich, die sind richtig hochgerutscht. Jetzt haben wir wieder eventuell die Wizards, die am wahrscheinlichsten sind. Es ist aber OKC, die tatsächlich sich einen Top-3-Pick sichern. Ja, das ist so krank. Einfach einen Top-3-Pick gesichert. Und die Mavs holen sich nochmal den Top-2-Pick. Was dann bedeutet, dass Bradley Beal und die Washington Wizards sich diesen ersten Pick sichern. Und das könnte Yancy Carter sein. Wobei das gar nicht gut ist, weil die brauchen Yancy Carter nicht, weil sie Bradley Beal haben. Eigentlich wäre der zweite Pick für die besser gewesen, fast schon, ne? Aber gut, wir sehen auf jeden Fall die Thunder auf 3 und 7. Die sind auch einer der fettesten Gewinner als aktueller NBA-Champ. Für uns ist das ganz alles andere als gut gelaufen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Denn, ja, wir sind nur auf Platz 14. Das ist nicht so perfekt, ne? Den zweiten Pick, den wir haben, wenn ich mal kurz gucke, wo ist denn der? Haben wir noch einen zweiten Pick? Oder sehe ich uns gerade nicht? Nix, bla. Nee, wir haben gar keinen zweiten Pick. Oder bin ich gerade doof? Nee, wir haben keinen zweiten, ne? Kings auf 14 und das war's auch schon. Über LA, aber wo ist denn unser ursprünglicher Pick? Bin ich gerade doof? Ja, guck ich gleich nochmal. Entweder habe ich das gerade echt einfach brutal übersehen oder... Keine Ahnung. So, wir sind auf Platz... wo sind wir? Platz 14, das ist der Lakers-Pick. Ah, die Hornets haben unseren Pick, sehe ich gerade. Genau, die Hornets haben unseren Pick. Okay. Ja, gehen wir Personalverpflichtung, Leute. Personalverpflichtung, Head Coach ist hier das Wichtigste. Sage ich mal, der Rest ist egal, ne? Tyronn Lue, den Rest überspringe ich, weil... Finde ich einfach langweilig, sage ich euch ehrlich. Finde ich nicht so interessant. Pre-Work-Draft-Dings ist auch uninteressant. Wir gehen bis zum Expansion-Draft mal vor. Das ist schon deutlich, deutlich interessanter, ne? Expansion-Draft-Spieler schützen. Wir können einfach mal jeden schützen. Okoji theoretisch auch, aber der ist egal. Das heißt, wir können tatsächlich alle unsere Spieler schützen, gehen mal vor und gehen zum Expansion-Draft und simulieren das Ganze natürlich einmal und gucken einmal, wie die Teams dann aussehen. So, willst du den Draft verlassen? Yes. Jetzt gucken wir uns die Teams nämlich einmal genau an, ne? Ohne, dass man da großartig sich da hin und her springen muss.
Denn dann sehen wir einmal das Team der Vancouver Galaxies. Die haben einmal Mikal Bridges gezogen. Von wem haben die sich den geholt, wenn man mal kurz guckt? Der war bei Chicago. Also Bridges, guter Mann. Dann Clint George. Warum hat den Orlando nicht gesaved? Aber gut. Grant Williams, Jones, Cotton, Struss, Concha. Ist ein interessantes Team auf jeden Fall. Also mit Bridges, unter anderem mit George, da hast du gute Picks gezogen. Grant Williams auch absolut jemand, mit dem du ja hantieren kannst, ne? Und wenn man mal hier guckt, die Montreal Tigers haben sich Gordon geholt, wobei sein Contract ausläuft. Dann Valanciunas, ne? Hat man sich geholt aus Litton, Branham, Finney Smith, Alvarado, aber jetzt auch nicht so interessant, ne? Wobei Mo Bamba schon interessant. Ja, gut. Gucken wir mal, wie die dann aufgestellt sind nach der Offseason, ne? Jetzt haben wir natürlich noch die Frage NBA Draft. Machen wir den noch in dieser Folge? Ja, komm, machen wir. Machen wir noch in dieser Folge, ne? Gucken wir mal. Die Washington Wizards holen sich tatsächlich Yancey King-Carter mit dem Nummer 1 Pick. Holen sie sich Yancey King-Carter. Ist definitiv ein guter Pick für sie, ne? Wobei ich auch nochmal sagen muss, ich habe noch gar nicht geguckt, ob wir vielleicht irgendwas machen können in Sachen Trades, ne? Was ist, wenn ich Sadiq Bey zum Beispiel versuche anzubieten? Nur um das auch mal als Option gemacht zu haben, bevor ich einfach in den Dings gehe und dann war es das, ne? Wir machen das sogar nochmal anders. Wir gehen für Sadiq Bey und gucken nochmal, was kriegen wir noch für die beiden Picks, die wir haben. Vielleicht kriegen wir einen guten Pick zurück. Die Mavs würden uns den zweiten Pick geben. Und einen Lotteriegeschützten. Ja gut, die Mavs wollen sofort gewinnen, ne? Aber das wäre perfekt. Wir gucken noch die anderen Angebote an. PG und Miles Turner wäre auch böse, sage ich euch ehrlich. Damit wäre man auch im Win-Now-Modus, aber das lehne ich ab. Ich sag euch ehrlich, das hier macht viel Sinn. Natürlich macht es auch, nur dass wir mal kurz drauf gucken, für sie macht das auch Sinn. Denn sie brauchen zu Porzingis und Doncic diesen dritten Mann. Sie brauchen einfach sofort jemanden, der gewinnen kann. Und auf Platz 2 ist Nigel Blackburn im Draft. Der macht für die halt nicht so viel Sinn, weil da hast du Doncic, du hast auf den Big Man-Position Porzingis, du brauchst auf den Flügeln was. Du hast noch Book Knight, der stark ist, ne? Aber du brauchst vor allen Dingen jemanden wie Sadiq Bey und das wäre der perfekte Mann eigentlich für sie, ne? Free and D und Co. Also das hier mache ich auf jeden Fall. Sadiq Bey wird weggetradet. Das heißt, wir haben jetzt hier die Nummer 2. Wir haben jetzt den Nummer 2 Pick. Wir haben uns diesen Draft Pick ertradet. Und jetzt holen wir uns natürlich Bob Mercer oder Nigel Blackburn. Aber es ist eigentlich klar, dass wir Nigel Blackburn holen. Ne? Guter Scorer, gerade aus der Midrange. Extrem gutes Playmaking, Defense. Die bauen wir noch auf, aber die kann er auch. Hat großes Potenzial auch. Ist ein sehr guter Mann. Im besten Fall wird er ein Hall of Famer. Es ist wirklich ein super, super Pick für uns. Nigel Blackburn, wir holen uns endlich mal auch einen hohen Pick und holen uns damit Nigel Blackburn natürlich. Ne, aus Michigan, kommt er zu uns, den haben wir uns gut ertradet. Jetzt die Thunder. Die Thunder traden den Pick. What? Der amtierende Champion. Nur, dass ihr das nochmal in eurem Kopf habt. Der amtierende Champion holt sich Kyrie Irving ins Team. Das ist ein Move. Das sind Big Moves in OKC. Und Caris LeVert übrigens auch noch, der ja auch alles andere als schlecht ist. Und die Nets gehen in den Rebuild rein mit Samuel Davidson. Sehr interessant. Er hat ein Riesenpotenzial, das weiß man aus Villanova, der Mann. Sehr geiler Move, aber das stellt die NBA nochmal auf den Kopf. Haben hier die OKC Thunder gerade den Grundstein gelegt, um über mehrere Jahre zu dominieren oder was? Russ Steele hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aus Nebraska jetzt hier auf Platz 4, das ist sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr, sehr interessanter Pick, der war nicht in den Top 5. Also die Ducks machen was Interessantes. Jamie Johnson geht jetzt hier zu den Montreal Tigers. Sehr, sehr interessant. Sehr starker Rebounder. Sind wir auch vorhin auf ihn raufgegangen. Ne? Radoslav Sebic auf Nummer 6 gedraftet. Ist ein bisschen auch hochgekommen. Center für Dingens, ne? Für die Galaxy. Und jetzt gucken wir die Thunder. Was machen sie? Die kriegen noch Bob Mercer dazu. Ist euch eigentlich... Die kriegen wirklich noch Bob Mercer dazu, ne?
Nur, dass wir da mal kurz gucken, ne? Wir reden. Kann ich nicht bei den anderen gucken, Team der Bedarf? Nee, geht gerade nicht. Wie kann man denn gucken? Immer Trade vorschlagen, nur dass wir so das Thunder-Team uns jetzt mal vor Augen führen. Wir reden über diese OKC Thunder hier. Über diese OKC Thunder, die noch Shai Gilgeous-Alexander unter Vertrag haben, die noch Kyrie jetzt unter Vertrag haben für mehrere Jahre. Giddey musst du zwar verlängern, aber wenn du das machst, hast du ihn noch. Du hast einen Holmgren, mit dem du natürlich verlängern wirst. Du hast einen starken Drummond. Tix kannst du verlängern, genau. Pukusevski, du hast noch ein Jahr Caris LeVert. Und du bringst dieses Team hier jetzt noch einen Bob Mercer. Einen Bob Mercer bringst du dieses Team noch, der ein richtig krasser Athlet ist. Die OKC Thunder sind wow. Was bauen sie gerade auf? Paunescu hier auf jeden Fall aus Rumänien, Schulinger zu den Knicks, 3&D, sehr guter Mann. Alexander Sharp aus Illinois geht zu den Rockets. Ey, schreibt es gerne in die Kommentare, wird jemand die Thunder nochmal aufhalten? Vitor Trias hier aus Litauen geht zu den Timberwolves, auch interessanter Pick hier. Die Spurs holen sich Larry Morrison aus Indiana, aber ich glaube, es wird nichts mehr so Spektakuläres passieren wie das, was die Thunder gemacht haben. RJ Burke aus Illinois zu den Pistons. Die Pharaohs holen sich hier Floyd Stone aus Houston State. Was machen die Mavs? Dino Bagaric, auch sehr weit gefallen auf 14, ne? Also auch die, ich muss wirklich sagen, auch die Mavs sind sehr interessant. Doncic, Porzingis, allgemein sehr international. Du hast hier jetzt noch Bagaric mit dazu, der sehr gefallen ist, der viel höher, also der viel tiefer eigentlich im Draft hätte sein müssen. Den holen die sich jetzt auch noch. Cliff Holmes aus Notre Dame hier zu den Magic. Jetzt die Miami Heat. Kirk Dungy, okay. Daryl Combs hier aus Ohio geht zu den Hornets. Shooting Guard. Jetzt kommen wir die Suns an mit Claude Clermont aus Frankreich. Sehr, sehr interessant. Also die Suns holen sich Clermont und die Hornets. Die Hornets wollen einen Pick von uns. Den 226. Nee, die wollen unseren 21. Nee, die wollen den Pick für nächstes Jahr von den Clippers. Die Clippers sind ein sehr schlechtes Team. Und wollen dafür auch noch Josh Green, bieten uns Dinwiddie an und ihren jetzigen Pick, aber das lehne ich ab, weil die Clippers nächstes Jahr doch sehr, sehr schwach sind noch, sofern sie nichts krass in der Offseason machen. Und das könnte ein hoher Pick werden. Auf jeden Fall holen sie sich aber damit jetzt den Schweden, Johan Norberg. Sehr, sehr starker Perimeter-Defender, sogar der beste im Draft-Jahrgang, okay. Die Knicks holen sich Brian Crawford aus North Dakota. Also sehr, sehr starke Sprungkraft hat er anscheinend auch. Die Spurs holen sich Dusty Bannock hier aus Pittsburgh mit dem 21. Pick. 1,88 großer Shooting Guard, wobei groß ist hier relativ natürlich, ne? Die Pacers. Die Pacers wollen Top 3 geschützten Pick und noch einen Zweitrunden-Pick für den Pick jetzt. Das lehne ich natürlich auch ab. Und dementsprechend holen sie sich Marty Smith aus Pacific. Okay. Bert Daniels aus Ohio geht zu den Magic. Magic eh super talentiertes Team, muss man sagen, ne? Light Madsen aus Kansas geht hier zu den Raptors, okay. Einer der besten Werfer auf jeden Fall in diesem Draft-Jahrgang. Dann Christopher Payton, West Virginia Center zu den Nets. Die Nets haben ja schon einen interessanten Move gemacht mit Kyrie. Taron McDyess, sehr interessanter Name, aus Texas. Point Guard geht hier auf jeden Fall zu den Trailblazers. Hat auf jeden Fall eine hohe Stärke, okay. Also sehr, sehr bulliger Typ anscheinend. Boston holt sich Dimitrios Houstikas aus Griechenland, Center. Na gut. Spurs holen die Spurs holen noch Corey Lytle. Spurs auch gefühlt 3-4 Mal schon mit dabei gewesen, ne? Gleich kommen auch nochmal die Thunder mehrmals. CC Evans Alter, Trainers. Auf jeden Fall aus Texas hier, Small Forward, geht zu den Jazz. Der Small Forward mit dem meisten verwandelten Dreier im Draft-Jahrgang, also holen sich nochmal einen Shooter, auch sehr, sehr tief im Draft-Jahrgang, nochmal einen Shooter zu kriegen, ist immer gut. Donta Hendricks aus Alabama State geht hier zu dem Thunder, mal gucken, ob er da überhaupt verpflichtet wird. Und dann holen sie sich noch RJ Sloan aus Michigan. Also die Thunder haben einen super krassen jungen Kern und werden immer jünger. Rudolph Washington hier geht zu den New Orleans Pelicans. Und jetzt sehen wir zweimal. Ne, erstmal noch die Jazz hier mit Stevens aus San Diego. Most coachable player soll er sein, na gut. Und jetzt zweimal noch die Clippers und dann sehen wir noch die Knicks. Caris McLean aus Kentucky.
Interessant, holen ihn jetzt hier nochmal und die Clippers haben jetzt noch ein Talent. Für die ist jedes Talent interessant aktuell, ne? Nochmal ein Power Forward mit Roderick Simpson. Er hat insgesamt 38 von 50 College-Dreiern verwandelt. Das ist sehr stark. Also ein Stretch-Vierer. Selbst wenn er nur jemand ist wie Bertans, den kannst du immer in deiner Rotation gebrauchen. Und der letzte Erstrunden-Pick ist dann Edwin Rowland aus Tennessee, der dann zu den New York Knicks geht. Wir gehen dann noch bis zum Ende des Drafts. Wir machen immer nur die erste Runde, das wisst ihr. Und gucken uns das jetzt alles mal an. Also Yancey King-Carter, der kann wahrscheinlich auch Small Forward dann zocken bei den Wizards. Wird aber auf jeden Fall das nächste Big Thing bei den Wizards. Wir haben für Nigel Blackburn gedraftet. Wir gucken nochmal auf sein jetziges Potenzial. Bleibt bei B+, aber das ist ein Superman neben Psyche, denke ich. Die Nets hier mit Davison, der hat tatsächlich A+ Potenzial. Also das ist wirklich auch jemand, der KD beerben kann. Steel war ein super interessanter Pick von den Ducks. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Rebounding richtig stark. Potenzial bei B, aber ist jetzt auch kein A+ Potenzial oder so, ne? Also ich verstehe die Ducks nicht so richtig. Warum man nicht eher Jamie Johnson, Sebic oder Mercer vor allen Dingen sich geholt hat, ne? Wenn man nämlich nochmal auf Mercer guckt, der Typ ist halt ein Überathlet und hat gar nicht so krasses Potenzial. Okay, Potenzial ist gar nicht so krass vorhanden. Aber wäre, glaube ich, trotzdem besser gewesen für die Ducks, oder? Aber gut, ist ihre Entscheidung. Wir gucken natürlich nochmal weiter jetzt alle hier, ob es hier noch irgendwas sehr, sehr Interessantes gibt. Lermont hier noch, der Franzose, ne? Dieser Pick wird uns hier angeboten mit Norberg. Kann gut Dreier, Perimeter-Defense, also guter Free-and-D-Mann, kann man immer gebrauchen. Aber hatten wir dann ja doch abgelehnt. Die Clippers mit McLean hier auch nochmal auf 34. Haben auch nochmal einen interessanten Mann, eine 72 zu haben. Potenzial ein bisschen vorhanden. Aber da sowas holst du dir natürlich gerne so tief noch, ne? Zweite Runde, aber war tatsächlich 34, war schon zweite Runde, stimmt, ne? Ich bin bis 36 gegangen. Clippers haben sich noch Simpson geholt hier, hat der Potenzial. B- immerhin. Wir gucken mal, ob irgendjemand noch einen Steal gelandet hat hier hinten. Rein von der Gesamtstärke her. Ob es dann natürlich ein Steal ist, wird sich dann meistens eher erst in der Saison herausstellen. Aber sieht erstmal nicht danach aus, ne? Aber gut, gehen wir nochmal vor Rookie-Verpflichtungen. Wir nehmen natürlich Blackburn an, da braucht man nicht drüber reden. Und ja, Leute, den Rest machen wir jetzt wirklich erstmal in der nächsten Folge, ne? Wobei ich nochmal eine Sache nur mal gucken will bei den Thunder. Ich muss mir, die begeistern mich einfach. Also was die da für eine Arbeit machen, ne? Sam Presti und Co. Respekt. Wenn man da nochmal kurz drauf guckt. Die haben jetzt natürlich Holmgren, ne? Da haben die Option. Die werden ja Wahnsinn. Wir gehen nochmal kurz vor, weil ich das einfach nochmal gucken will. Psyche und Murray nehmen wir natürlich an. Wir gucken dann auf die Free Agency dann auch nachher. Ich will nur gucken, wer hat alles bei dem Thunder nochmal unterschrieben. Weil dann sehen wir das endgültige Team jetzt mal, ne? Wie es schon aufgestellt ist. Und wir sehen es jetzt hier, ne? Die OKC Thunder als aktuelle NBA-Champ haben jetzt sowieso noch Shai Gilgeous-Alexander, haben Curry gekriegt, haben mit Giddey hier noch einen Vertrag, haben dann natürlich verlängert. Mit Holmgren hat man natürlich verlängert, der noch im Rookie-Contract ist, genauso wie Giddey halt. Du hast noch Drummond, du hast noch Pokuševski verlängert, Tix hast du verlängert, du hast noch LeVert. Also gebt euch auch mal diese Tiefe, ne? Gebt euch auch mal diese Tiefe. Das ist der Wahnsinn. Also die Thunder können locker nochmal ein Jahr Champion werden. Geile, geile Moves, Leute. Wir werden natürlich dann die Offseason weitermachen in der nächsten Folge. Dann geht es in die Free Agency. Das wird sehr interessant. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Was sagt ihr zu diesem Wahnsinns-Thunder? Allgemein zum Trade auf Nigel Blackburn. Euer Velosch meldet sich ab und bye bye.